Hallo meine lieben Drachlinge. Willkommen zurück zu Tales of Hyrule. So, Part 61 müsste das jetzt sein. Genau, 61. Gut, wo ist unsere Zelda? Da bist du, genau. Du solltest ja angeln. Genau, so war es ja. Wir hatten im letzten Part ja... Ja, geh mal näher ran. Wir hatten im letzten Part... Ah, so, bleib so, Kamera. Im letzten Part hatten wir ja mit dem Narren die Kleidung getauscht und er ist ja jetzt im Schloss und Zelda kann sich einen freien Tag machen. Mal gucken, was sie jetzt noch so machen will. Als erstes will sie versuchen zu angeln. Okay. Und jetzt? Zelda hat folgendes: sammelt einen Aal, aha. Ist jetzt auf Level 4. Okay, kampfweise gestellte Abwehr und verbesserte Kampffähigkeiten. Zum Thronsaal zurückkehren, um Rolle des Hofnarren zu spielen. Aha. Warten, Tag als nächstes tun. Ich denke mal, wir gehen erstmal das. Erstmal alles ab. Jetzt erstmal wieder zurück zum Thronsaal. Dann spielt sie den Narren und dann sehen wir weiter. Hallo, Wand. Ich mal weg dann. Hallo? Ja. Ist der doof oder was? Ich dachte, er ist Regent und will sofort hier auf den Thronsitz pflanzen. Ja, er macht weiter seine Sachen. Ne? Mhm. Ich sollte etwas aus meiner neuen Rolle machen. Solange ich kann, das könnte sogar ganz lustig werden. Mal gucken. Ein paar Lieder auf der Geige spielen, um Regent Henry zu erfreuen. Oh, spiel auf Geige? Oh geil, spielen wir irgendwas. Spielen wir dein Wiegenlied, Zelda. Das wäre cool. Moment. Nein? Hast du eine Geige dabei? Du, wie willst du das machen? Zelda? Auf der Geige zwei Lieder spielen, ja. Sollte mit einem kleinen Tänzchen beginnen. Moment, vorbestellen meine Geige. Ja. Wo hast du die? Hier ist auf jeden Fall ein Aal. Sonst was? Aber nicht irgendeine Geige. Ich schau mal kurz nach. Hast du die vielleicht hier drin? Ne, das sind so die Möbel. Da? Nee. Das ist ja, glaube ich, keine Geige, Zelda. Ich glaube, wir müssen hier erstmal eine kaufen. 452. Ach, dumm. Das wird, glaube ich, nix. Können wir einfach mal gucken. Nein, ich glaube, es wird nichts. Zack. Nein. Kamera gehen wir hin. Zum Dorfladen gehen. Zelda? Bitteschön. Ah, Zelda, sie läuft jetzt in die Stadt rein. Gut. Bringt also ins Dorf. Objekte. Eine Geige für 220, das ist ja gut. Ich habe das gemeint, das wäre schon im vierstelligen Bereich. Naja. Objekt kaufen. Haben wir was zu verkaufen? Wasser aus Brunnen. Wasser, das aus dem Stadtbrunnen geschöpft wurde. Brauchen wir nicht. Samen. Wildblumen. Die absoluten Partytiere. Also die Pflanzen. Partypflanzen. Ganz genau. Das nützt eigentlich auch nichts. Wildblumen, die können wir ja schlecht Link geben. Also kommen die auch auf die Liste. Und den Rest behalten wir. Gerne vielleicht und Aal. Das können wir zum Essen nehmen, die Samen ja auch. Ein Schelm, wer jetzt Falsches denkt. So. Aber jetzt haben wir ein bisschen Gewinn gemacht. Okay, gut. Komm zurück, Zelda. Bist du jetzt da? Da bist du. Gut. Dann. Gold. Ich hoffe, das ist auch Gold.
Spiel und nicht schon wieder Bronze. Was ist denn für ein Zeichen? Ach, das ist das Wort. Mit den Flaggen. Dann gehen wir mal wieder in den Thronsaal zurück und spielen den Typ wieder vor. Und wir machen das hier. So, springen wir mal die Zeit wieder etwas vor. Mit Unterhalt. So. Achso, da kannst du jemanden herbeirufen. Nein, wie ist das mit der Geige jetzt? Geige spielen. Ah, okay. Freundlich, wir können es doch erst schaffen, unterhalten, dann kannst du dann irgendwas spielen. Bitten. Halt! Ich will sehen, wie Zelda auf der Geige spielt. Spielen! Chinchillas haben meinen Nachttopf gefressen. Und spielen Sallys Kettenbrief. Wieso rennt er jetzt weg? Hier hin. Geh hier hin, Zelda. So, probier es nochmal. So, Zelda. Genießt Musik. Diesen Beat kann man einfach nur genießen. Ja, du kannst sehr gut spielen. Es wäre ganz toll, wenn du jetzt irgendwas spielen würdest, was von Zelda wäre. So, ja. Gib den Chirurgen einen Kuss von mir. Das klingt ja lustig. Na, na, nicht da hinten. Hier vorne sollst du das spielen, Zelda. Komm hier hin. Spielen. Gib den Chirurgen einen Kuss von mir. Ah, toll. Gibt's auch einen Applaus von mir. So. Gut. Was soll ich jetzt machen? Wie kann ich den Hof sonst unterhalten? Mal gucken erstmal, was du hier machen kannst. Okay, das wird sie halt an ihrem freien Tag als nächstes tun. Ich würde gerne segeln gehen. Das erinnert mich daran, wie ich diese Stadt entdeckt habe. Vielleicht besuche ich das Dorf und mache ein paar Besorgungen. Mit dem wenig Geld. Ich denke mal, du gehst mal segeln, das klingt doch gut. An der Küste entlang segeln. Welche Ferien wären komplett ohne eine kleine Spritztour entlang der Küste von Hyrule? Klingt sehr toll. Erstmal redest du mit diesem Henry-Typ. Wo bist du denn da? Vergnügen anbieten? Was? Nein, du bist doch fast mit ihm zusammen. Du hast nichts, Zelda, nein. Er ist viel zu hässlich. Schon mal viel zu alt. Hallo, Sheik. Vorhin haben wir ja den Baden gesehen. Herzlich willkommen, Hofnerin Zelda. Dein Geigenspiel war schon ganz nett, aber weißt du, wie du richtig für Stimmung sorgen kannst? Eine kleine Vorführung. Zeig uns deine Tricks.
Ja, ich glaube nicht, dass er später wieder zurücktauschen will. Wenn dem so ist, müssen wir uns gezwungen sehen, ihn hier an den Galgen zu tun oder sowas. Keine Ahnung. Oder Lian, ich weiß es nicht, aber ich glaube nicht, dass er so einfach wieder zum einfachen Hofnarren werden will. Gut, eine Vorstellung, genau, ich weiß was. Ich schlüpfe in ein glaubwürdiges Narrenkostüm und veranstalte ein Puppentheater, an das man sich noch nach Jahren erinnern wird. Okay, und wie willst du das machen, Zelda? Puppentheaterwurf, mach mal einfach hier. Ja, genau. Steck die Puppe in seinen Kopf. Oh, jetzt hat sie alle hier. Kann mit denen nicht bitten aufzuhören. Weißt du was? Wir machen das mal hier. Dann geht jetzt dahin. Du machst ein Puppentheater auf, ja. Ach man, Zelda, warte mal. Muss mal gucken, wo jetzt noch andere Leute sind. Im Schloss. Wir sind jetzt alle hier unten bei dem Typ. Ach, du besparst einfach deinen Draht hier. Komm, beweg dich. Puppentheater, vorne. Ja, sehr komisch, Zelda. Unsere Diplomatengäste fanden ein kleines Programm sicher sehr erquickend. Ja, Bestimmt mal, bevor wir das machen, gehen wir lieber mit Zelda. Unten an die Küste, wa? An den Hafen. Kannst auch schon mal zum Hafen gehen. Dann werden wir beim nächsten Mal an der Küste entlang segeln. Aber jetzt, wenn du es noch rechtzeitig schaffst. Weißt du was, wir machen das jetzt, komm. Zum Abschied, oder zum Abschluss der Folge. Segelt Zelda jetzt einmal an der Küste entlang. Aber geht ja auch flott. Der verrückte Kerl im Ausguck hatte schon wieder etwas von einer geheimnisvollen Insel am Horizont geschrien. Auf der Karte ist sie jedenfalls keine eingezeichnet. Die versammelte Crew schaute gespannt auf das Viererdeck und wartete auf Anweisung von Zelda. In den Gewässern befanden sich viele Inseln, die auf keiner Karte eingezeichnet waren. Zelda hatte von der Crew die wildesten Gerüchte darüber gehört. Man konnte schließlich nie wissen, was man entdecken würde. Oder? Gerüchte von geheimnisvollen Inseln und vergrabenen Schätzen waren ausgeboten. Der Fantasie sonnenverbrannter, gockgetränkter Segler, die zu viel Zeit hatten. In dieser Situation war gute altmodische Führungsqualität gefragt. Zelda würde auf Kurs bleiben. Sie ist so ein bisschen neugierig, oder Zelda? Sie geht der Suche Sachen nach. Zelda. Moment, so. Zelda erlaubte der Crew, die Insel zu erkunden. Doch nach stundenlangem Suchen und Wühlen hatten sie nur ein paar Kräuter, Blumen und den Schmerz, den es bereitet, Träume mal wieder an der realen Felsen dabei wegschreit zerstellen zu lassen. 25 Erfahrungspunkte und 5 Zwiebeln erhalten. Okay. Das übelriechende Schaukeln des
Übelkeit erregende Schaukeln des Schiffs hat der Reise ein Ende bereitet, als es den Hafen kaum verlassen hatte. Ja. Zelda ist wieder da. Was hast du noch gemacht, ne? Küste entlang segeln. So ist es immer noch da. Musst du einfach nochmal. Na, ich denke, beim nächsten Part werden wir mal gucken. Stopp, Zelda muss, glaube ich, nochmal Küste entlang segeln. Und dann gehen wir wieder ins Schloss rein. Naja. Und diesmal haben wir gesehen, dass Zelda Geige spielen konnte. Oh, und im nächsten Part müssen wir unbedingt das Essen und Schlafen gehen. Naja. Das machen wir aber erst im nächsten Part. Also, bis dann. Tschüss.